Es gibt eine neue Sportinnovation in Salzburg. Worum geht es dabei und was ist das Besondere dran? Es ist die Entwicklung eines Profi-Ergometers für Leistungssportler und für sehr, sehr ambitionierte Hobbysportler im höchsten Leistungsniveau. Das ist etwas, was es in dieser Form eigentlich noch nicht gegeben hat, nämlich die Möglichkeit, nach Watt zu trainieren, Strecken mit dem Computer einzuspielen, sich aus Google rauszuholen und das Ganze mit seinem eigenen Rennrad. Und das ist für Leistungssportler deshalb wichtig, weil Leistungssportler ganz spezifische Räder auf sie abgestimmt haben, mit einer Gangschaltung, genau wie sie es brauchen, mit einer Sitzhöhe, die genau für sie maßgeschneidert ist, mit Winkeln für die Knie, die genau passen. Und das macht einen wesentlichen Unterschied. Trainiere ich mit meinem eigenen Gerät oder trainiere ich auf einem anderen Gerät? Hier kann man spezifisch und genauer trainieren und deshalb besser die Leistung überwachen und steigern. Und das ist ein Erfolg, der auch wirtschaftlich beachtlich ist. Begonnen hat es auf einem Dachboden. Und mittlerweile ist ein Preis bei der ISPO, der wichtigsten Sportmesse der Welt, eigentlich das Ergebnis. Und das ist gut für uns in Salzburg als Wirtschaftsstandort, wenn solche Innovationen entstehen. Es ist aber vor allem auch gut für den Sportstandort Salzburg. Wir haben eine Kooperation mit dem Olympiazentrum. Das heißt, dort wird es dieses Gerät auch für unsere Leistungssportlerinnen und Sportler geben. Und umgekehrt ist es gut für Airstream, weil sie Erfahrungen aus dem Leistungsbereich kriegen, die ihnen hilft, ihr Produkt weiterzuentwickeln. Also es geht um einen neuen Radergometer, wobei der Ergometer da ist, das Radl braucht man selber. Und an dem, dass man das Rad selber braucht, liegt eigentlich meiner Meinung nach für mich die größte Innovation. Das heißt, man hat die gewohnte Geometrie, man hat das gewohnte Rad und hat dann natürlich alle Annehmlichkeiten, die ein Ergometer hat. Das heißt, ein leistungswattorientiertes Training. Man kann die Watt selber einstellen, man hat eine sehr genaue Überwachung, mit welcher Leistung, dass man gerade im Training unterwegs ist. Und das ist meiner Meinung nach eigentlich die Innovation an dem ganzen Produkt, dass das Ganze eigentlich vereint. Und das Feine ist natürlich für Sportler wie für mich, die nicht die große Geldbörse haben, dass das Ganze auch noch relativ günstig ist, sage ich mal. Und das macht natürlich das Gesamtpaket sehr interessant.